Bosch Intuvia Display besteht im Großen und Ganzen aus zwei Teilen. Und zwar das eine ist der Bedienteil auf der linken Seite mit dem Daumen zu bedienen und das andere ist die Anzeigeneinheit, die sitzt in der Mitte. Die Anzeigeneinheit kann auch zu Diebstahlzwecken abgenommen werden. Das heißt, hier habe ich unten die Möglichkeit, einen Diebstahlschrauben zu montieren, der gehört hier rein. Der ist dann beim KTM ist meistens der Diebstahlschrauben montiert, das heißt, wenn es nicht runtergeht, liegt es daran, dann kann man den demontieren. Manchmal bildet sich aber auch hier auch ein bisschen ein schlechter Kontakt. Diese Kontakte kann man dann reinigen und dann funktioniert das Display wieder. Ist im anderen Video erklärt. So, einschalten das Ganze geht mit dem Hauptschalter. Und schon leuchtet das System, zeigt mir die Uhrzeit an. Und mit Plus Minus kann ich die Unterstützungsstufe wählen. Das heißt, hier sehen wir jetzt im rechten oberen Bild die Unterstützungsstufe, die angezeigt ist: Turbo, Sport, Tour, Eco und ausgeschaltet. Derzeit ist Licht eingeschaltet, das Licht können wir natürlich ausschalten. Kommt zwar dadurch nicht wesentlich weiter von der Reichweite, weil das Licht hat sehr, sehr wenig Verbrauch seit die LED. Seit der LED-Technologie. Dieses i auf der linken Seite und dieses i beim Display bedeutet dasselbe. Das heißt, hier kann ich die Informationen durchdrücken, die das System weiß, das System kann. Das heißt, das sind die maximalen kmh, Durchschnittsgeschwindigkeit, die Fahrzeit, die Reichweite. Wenn natürlich keine Unterstützung eingestellt ist, kann auch keine Reichweite berechnen. Das heißt, je nach Unterstützungsstufe ist die Reichweite mehr oder weniger. Das ist halt nur eine ungefähre Berechnung. Wir sagen immer gerne, das ist wie ein Momentanverbrauch zu sehen. Das heißt, auf Ihre letzten 150 Meter berechnet sich die Restreichweite. Hier kann ich immer Reset machen, wenn ich sage, schau, jetzt bin ich die ganze Zeit bergauf gefahren, das kommt mir ein bisschen wenig vor und er rechnet das oder setzt es einmal auf einen Grundwert zurück und von denen rechnet er jetzt wieder neu aus. Strecke gesamt ist das Einzige, was man natürlich nicht löschen kann. Strecke ist in dem Fall der Tageskilometerzähler. Da haben wir auch eine Uhrzeit. Um ins System oder ins Menü reinzukommen, drücke ich die oberen zwei Knöpfe, dann bin ich im Menü drinnen und da kann ich zum Beispiel die Uhrzeit verstellen oder den Radumfang in kleinem Ausmaß und natürlich auch die Sprache verstellen. Ja, Plus, Minus, Unterstützungsstufen, I ist Information, Reset zurücksetzen, ausschalten, Licht und eben auch Information. Und auch hier natürlich habe ich, wie bei jedem Bosch-System, habe ich auch die Schiebehilfe. Die befindet sich hier auf dem oberen Teil. Hier sieht man schon, ist ein Knopf, da steht um Walk. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, steht Schiebehilfe Plus. Und jetzt ist so, innerhalb von diese, das bleibt 3 Sekunden, innerhalb von diese 3 Sekunden drücke ich auf Plus und das Rad hilft mir zu schieben. Also innerhalb von 3 Sekunden auf Plus drücken, das heißt, das ist dann wie eine Totmannschaltung, das heißt einschalten da und ich muss so lange am Plus draufbleiben, wie ich will, dass es schiebt, so lange schiebt es dann. Bis zu 6 km/h, je nach Unterstützungsstufe und je nach Gangschaltung bis zu 6 km/h maximal. So, das war das Bosch Intuvia Display. Jetzt können wir ausschalten oder gehen etwas trinken und nehmen das Display direkt ab, dann kann es auch keiner wegnehmen. Verschiedene Räder, verschiedene E-Bikes, verschiedene Systeme mit verschiedenen Bosch-Displays, die wir uns vor allem jetzt im Detail angesehen haben. Welches Display ist bei Ihrem Rad verbaut? Was ist Ihr momentaner Favorit? Schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben, das hier Lohn an uns, auch wenn Sie nicht immer unserer Meinung sind. Wenn Sie sich weiter in das Thema E-Bike kaufen, E-Bike fahren, gute Entscheidung treffen, weiter vertiefen wollen, laden Sie sich gerne kostenlos unser E-Book, die 40 essentiellen Tipps, die aktuellste Version herunter, 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf, die gibt es natürlich auch auf Amazon für Ihren Kindle Reader käuflich zu erwerben oder auch als gedrucktes Buch, wenn Sie es gern in physischen Händen halten wollen oder wie gesagt kostenfrei auf unserer Homepage www.redblades.at. Wir bieten Ihnen ein paar hundert Fahrräder hier in der St. Pöltener Innenstadt. Wir sind spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen und stehen natürlich auch mit Rat und Tat und mit Beratung zur Seite, um das für Sie passende E-Bike zu finden, mit denen Sie wirklich viel Freude haben, denn die Auswahl ist schier grenzenlos mittlerweile. Sie haben die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und zwar eine Beratung zu genießen, entweder physisch, indem Sie sich auf unserer Homepage das Terminvereinbarungstool nutzen und einen Termin vereinbaren. Sie können aber auch gerade in Zeiten der Epidemie oder der Pandemie eine Beratung zu Hause genießen. Wir machen auch für Sie eine individuelle
Beratung eine Videoberatung oder natürlich auch, wenn Sie sagen, Videos brauche ich keine sehen, ich brauche nicht mehr die letzte Hürde, ich weiß eh schon, was ich will ungefähr, ich habe mich auf unserem Webshop schon vorinformiert, reizplatz.at/hose-runtershop, dort sind alle E-Bikes inseriert, die derzeit zur Verfügung sind und mir fehlt nur mehr die letzte Hürde, um eine Entscheidung zu treffen. Dann nutzen Sie diese drei Möglichkeiten, das heißt entweder physische Beratung vorbeikommen, mit dem Terminvereinbarungstool einen Termin ausmachen. Die zweite Möglichkeit ist Videoberatung, auch hier Termin vereinbaren. Oder die dritte Möglichkeit ist eine telefonische Beratung. Und auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat und Antwort zur Seite. Mein Name ist Florian Woracek, ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen bei Ihrem E-Bike-Kauf und dann wunderschöne Ausfahrten, denn bis jetzt hat es kaum noch einen Kunden gegeben, der gesagt hat, ich bereue es, mir ein E-Bike gekauft zu haben. Schöne Fahrradsaison!